Die Pink Lady hat gestern auf einer Autobahnraststätte bei Verona in Italien einen Stellplatz gefunden. Nach einer kurzen Nacht startet Trucker Babe Lissy etwas gerädert in den neuen Tag. Guten Morgen! Die Nacht war eher unruhig. Es hat geregnet. Es war eigentlich von den Temperaturen her sehr angenehm, aber die erste Nacht schlafe ich immer schlecht im LKW. Ich gehe mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Schneller Check. Und dann das Wichtigste. Meine Wohnung noch säubern. Und doch geht's. Es wird sehr, sehr heiß werden heute, sehr heiß. Und jetzt fahren wir das letzte Stück runter zu meinen Kunden. Um 10 Uhr rollen die Räder der Pink Lady auf der italienischen Autostrada Richtung Florenz. Ab in die Freiheit. Auch nach 15 Jahren hinter dem Steuer genießt Lissy dieses Gefühl. Ich liebe es einfach beim LKW-Fahren von zu Hause in den LKW rein. Ganz ein anderes Leben. Zu Hause bin ich Mama, bin ich Hausfrau, koche ich gerne, halt mal putze meine Wohnung blitzeblanke sauber. Und dann der totale Unterschied, wenn ich arbeiten gehe, dann steige ich mal LKW ein, Musik ganz laut und einfach nur ab. Ab von zu Hause, von der gewohnten Umgebung und wieder neue Orte kennenlernen und so. Und das ist das, was mir eigentlich an meinem ganzen Leben und Job auch gefällt. Das irgendwie das Spontane und das Abwechslungsreiche auch. Aber die Straße birgt jeden Tag neue Risiken. Trucker brauchen Kraft und gute Nerven. Machst du jetzt doch. Nicht nur ihren eigenen LKW muss das Trucker Babe bändigen. Oft gehört das Mitdenken für die anderen Verkehrsteilnehmer auch zum Job. Lissy nimmt es gelassen. Ach. Am Montagmorgen ist die Straße Richtung Süden frei und Lissy kommt ihrem Ziel zügig näher. Bei Calenzano verlässt sie die Autobahn. Also die Abfahrt ist schon mal richtig. Über 6000 Kilometer der italienischen Autobahn sind mautpflichtig. Bitte Spiegel. Bezahlt wird nach Nutzung. Für die Strecke von Bozen nach Florenz zahlt Lissy 48 Euro. Bin gespannt. Wir fahren ja mitten in den Ort rein. Ort ist leicht untertrieben. Als Hauptstadt der Toskana zählt Florenz mit zu den größten Städten Italiens. Bereits im Mittelalter war die italienische Metropole für ihren ausgeprägten Handel europaweit bekannt. Lissy muss nun aber erst einmal den Kunden finden. Und jetzt genau jetzt hier untertags noch, wo alles Verkehr ist und so. Ich fahre lieber da irgendwo nachts rein, wo mich keine Sau sieht. Denn ich muss irgendwo rausfahren, wo ich nicht rein darf. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Also, ich bin immer vor einer neuen Abladestelle nervös, weil ich nicht weiß jetzt, wo es mich hinführt. Das Problem ist einfach hier, weil man jetzt so brutal aufpassen muss auf die anderen Verkehrsteilnehmer und alles. Das ist hier das größte Problem, dass hier keiner reinfahren. So ein Kreisverkehr an der ersten Abfahrt. Und wie hat der jetzt gesagt? Das ist überhaupt meine Suche. Manchmal haben wir nicht immer dieselbe Meinung. Für das italienische Straßenwirrwarr hätte Lissy ihrem Navi Susi besser noch einmal ein Update gegeben. Ja, die Durchfahrtsverbot. Oh, fuck, ey. Wo fahre ich jetzt hin? Ja, die Durchfahrtsverbot. Oh, fuck, ey. Wo fahre ich jetzt hin? Im italienischen Straßenchaos sucht Trucker Babe Lissy den Weg zu ihrem ersten Kunden. Wo ist die erste Abfahrt? Hier, die. Nach 100 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Oh, ey. Aber da kommt ja auch kein LKW runter. Ja, ist hier Durchfahrtsverbot gewesen. Das ist nicht geschehen, das Schild oben. Jetzt rechts hier wieder. Ausfahren. Euro 0 und Euro 1. Ah, okay, ich habe Euro 6. Das hier die Schadstoffklasse mit PKWs und so weiter. Mann, ey, können wir es ein bisschen deutlicher machen? Mit 4 Meter Höhe auf unbekanntem Terrain verliert man im großstädtischen Schilderwald schnell den Überblick. Das gilt auch für Navi Susi. Demnächst links abbiegen. Schon wieder. Jetzt links abbiegen. Ja, da kann man jetzt rein, gell?
komme ich nicht mehr durch hier. Susi hat wohl auch vergessen, dass sie einen 40-Tonner durch die engen Straßen lotst. Scusa, mi puoi aiutare? Cerca cooperativa deposito via Siena. Pardon, che cooperativa è? Ma sesto, Fiorentino? Grazie. Ciao, salve. Der hat gesagt, der hat sich auch nicht direkt ausgekannt, wo diese Firma ist. Jetzt peile ich mal dieses Industriegebiet an. Was der Fahrer mir gesagt hat. Ich muss nur gucken, wo das hier ist. Wo. Den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen. Hier ist das Industriegebiet, aber ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, was ich suche oder nicht. Jetzt werde ich mich mal hier ranhauen an die Seite und dann mal gucken. Nach 150 Metern links abbiegen. Jetzt dritte links abbiegen. Rechts abbiegen auf die Straße. Eine rechts, die andere links. Ihr könnt nicht mal, ich bleibe jetzt stehen. Die beste Wahl, wenn sich die Frauen auf dem Bock mal nicht einig sind. Vertrauen gar kein Tier. Ich gehe mir das jetzt hier auf Google Maps angucken, alles. Eigentlich wollte Lissy um 10 Uhr beim Kunden sein. Die Zeit, die sie am Morgen gut gemacht hat, ist mit der Suche nach dem richtigen Weg geschmolzen. Das heißt jetzt Siena, das heißt Via Senna, die Straße. Welche scheiß Adresse, weil der nicht gestimmt hat. Aber egal. Aus solchen Situationen lernt man auch immer, sage ich. In schwierigen Situationen. Es kann im Leben nicht alles immer glatt laufen. Das ist nicht unser Job, wo man hinfährt, abladet, tun zu macht, wieder wegfährt oder auf Anhieb Straße findet und alles. Das ist nicht das Leben. Nein, so ist das nicht. Unbekannte Abladestellen. Stets den Zeitdruck im Nacken. Und das alles im 40-Tonner. Und endlich. Wir sind richtig. Avanti, Lissy muss sich beeilen, damit sie noch vor der Siesta in der Mittagszeit abladen kann. Ciao, arriva dalla ditta Recla, d'Alto Adige. Ich habe mich jetzt angemeldet und ich warte jetzt eigentlich, bis ich hier rein kann. Posso aspetto qua? Okay, grazie. Moment, bitte draußen bleiben. Anscheinend gibt es an der Ladestelle noch ein Problem. Ma perché alle due? Die Truckerin ist sauer. Ja, ich bin jetzt extra hier früher runtergekommen und habe versucht, hier, dass ich jetzt abladen kann, dass ich wieder weiter kann. Mir läuft auch die Zeit davon, die Schichtzeit und alles. Und diese ganz eine liebe Frau, nette und alles, sie kann auch nichts dafür. Aber sie hat gesagt, dass der Magazineur erst um 14 Uhr kommt. Ich denke, ich werde jetzt was essen gehen. Essen gehen schnell und warten, bis um 14 Uhr der Magazinier kommt zum Abladen. Kann man nichts machen, so ist das Leben. Wer schnell arbeitet, wartet doppelt. Dass hier in Schichten gearbeitet wird, hat Lissy nicht gewusst. Damit eigentlich immer mit allen rechnen. Manchmal gibt es Mittagspausen, manchmal nicht. Und darum genieße ich es jetzt hier, bis es wieder losgeht. Buongiorno. Pasta geht immer. Und wenn ich jetzt Mittag esse, gut, brauche ich abends nicht mehr. Sieht sehr, sehr lecker aus, sehr frisch und alles. So, Mittagspause zu Ende. Ich hoffe jetzt, dass der Lagerist drüben ist. Ich bin pünktlich. Mal gucken, ob er auch pünktlich ist. Trotz 30 Grad Außentemperatur. In der Lagerhalle sind feste Arbeitsschuhe Pflicht. Das sind meine Sicherheitsschuhe. Da fragen schon manche Lagerarbeiter immer, ich soll raus und mir Sicherheitsschuhe anziehen, aber das sind extra die mit Stahlkappe. Ich habe mir eine Freundin geschenkt. So, und ich mache mich jetzt bereit hier für die Abladung. Jetzt geht es um die Wurst. 7 Paletten Schinken und Speck sollen den Besitzer wechseln. Ich werde jetzt mal reingehen, fragen und schauen, ob Mauro hier ist. Ciao. Sei Mauro? Oh, no, Mauro deve arrivare ancora. Già fatto tardi ancora. Okay. Und erneut wird Lissys Enthusiasmus ausgebremst. Kollege Mauro nimmt es mit der Pünktlichkeit nicht so genau. Ich bin die nächste halbe Stunde weg. Da ist ein Stau gekommen und das ist halt nun mal so. Aber ich hoffe jetzt, dass sie rauskommt und sagt, ich kann abladen.
Beim italienischen Kunden schmilzt Trucker Babe Lissys Zeitpuffer zusehends. Lagerist Mauro steckte zuerst in der Siesta und nun im Stau. Die Truckerin ist genervt. Ciao. Oh, finalmente. Grazie mille. Satte 2 Stunden hat Lissy nun an der Abladestelle auf den Kollegen gewartet. Ah, benissimo. Perfetto. Sei già sotto? Sì. Perfetto. Sono tre, mi hanno detto. Va bene? Va benissimo. Lissy hat Schinken und Speck auf der Ladefläche. Die 15.000 Euro teure Fracht ist unversehrt. Diese Abladestelle ist Nummer 1 von 4. Der Mittler gehört auf den anderen hoch und der Rechte gehört dem letzten Kunden, nicht, dass der es mir ablädt. Ja. Das wäre sehr schlecht, ja. Abladen mit Highspeed. Nach 15 Minuten hat der Kunde seine Ware und Lissy kann los. Und jetzt werde ich mich mal schnell auf den Weg machen. Damit ich noch ein ganzes Stück schaffe, runter auf Neapel. Das erste Etappenziel auf ihrer Tour hat Trucker Babe Lissy gemeistert. Von Florenz geht es nun weiter in das 500 Kilometer entfernte Neapel. Dann fährt die Pink Lady am nächsten Tag weiter nach Brindisi, Süditalien. Durch das lange Warten an der Abladestelle wurde Lissys Fahrzeitkonto nicht groß abgebaut. Dafür ist nach 13 Stunden ihre Schichtzeit um. Ja, der Feierabend naht jetzt wirklich. Hoffe ich jetzt, dass ich einen Parkplatz finde? Das ist jetzt noch die spannende Frage. So, jetzt haben wir echt den Scheiß. Das ist jetzt die Alternative. Jetzt hier 3/4 Stunde Pause machen nochmal. Und dann weiterfahren. Guck mal, die Fahrzeit habe ich ja noch genug. Wenn der Transporter da vorne wegfährt, der Kleine, dann könnte ich mich da hinstellen. Lissy holt sich Rat. Sì, non so se posso mettere qua. Guarda davanti. Sì, vai tranquilla, perché sì, sì. È già da qualche volta che dormo qua. Ah sì? E poi mi metto qua. Adesso aspetto solo finché va via quel polacco, poi mi vado avanti. Col furgone, secondo me va via. Manchmal braucht es eben ein bisschen Geduld. Die Pink Lady hat einen Stellplatz für die Nacht ergattert. Ich bin jetzt richtig froh, dass ich jetzt Feierabend habe. Nach dem sommerlich schwülen Tag hat Trucker Babe Lissy heute noch etwas ganz Besonderes vor. Ja, ich gehe jetzt mal reingucken. Ich werde jetzt nicht mal hier fragen gehen. Buonasera. Buonasera. Per fare la doccia? Dirla. Prego. Quanto costa? 3. Qua dentro? Sì. Grazie. Eine saubere Dusche, purer Luxus. Dusche gibt es hier. Es riecht auch sehr sauber. Ich lasse mich mal überraschen, was mich hinter der Tür hier erwartet. Sehr sauber. Hier ist die Steckdose. Ich kann es kaum glauben. Moment, ich muss mal prüfen, ob da Strom rauskommt. Ich bin glücklich. So, raus jetzt mit euch. Ich gehe duschen. Nach 2 heißen Tagen auf dem Bock werden sogar die Sanitäranlagen der Raststätte zum Spa-Tempel. Ja, ich bin echt froh, dass jetzt hier alles so gut geklappt hat. Ich bin frisch geduscht. Es gab sogar eine Steckdose für meine Haare. Und ich begebe mich jetzt ins Bett, weil sonst beginnt hier jetzt noch ein Pfeifkonzert. Für die Pink Lady geht um 9:30 Tag 2 auf der Tour zu Ende. So. Feierabend.